Doppelkirschen im Palastgarten. Wir befinden uns auf dem Weg zur Glutspitze. Und damit, meine Freunde, willkommen zu meinem zweiten Part von meinem Let's Play zu Captain Toad Treasure Tracker. Und los geht's und weiter geht's. Doppelkirschen, wer erinnert sich an Super Mario 3D World? Da gab es ja auch manchmal sehr nette Spielereien. Und wie wir sehen können, wenn wir alleine hier drauf gehen, passiert rein gar nichts. Wenn wir allerdings zu zweiter drauf gehen, Sesam öffnet sich. Das ist ein wahnsinniger Spaß, weil, wie ihr sehen könnt, wenn ich jetzt nach links drücke, laufen beide Toads nach links. Und wenn ich nach rechts hoch, runter. Und wenn ich mich einfach im Kreis drehe, dann drehen sich beide gleichzeitig im Kreis. Aber das... Was war das? Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Das ist eigentlich doch gar nicht so schwierig. Weil das ist immer wenig herausfordernd. So, gucken wir erstmal, was haben wir hier. Okay. Die brauchen wir aber nicht. Die auch nicht. Ist das du da? Okay, den da unten kriegen wir aber. Aha. Ja, haben wir ihn. Ah, der gibt uns sogar ein Juwel. Guck an. Aha. Da ist der Stern. Aber hier müssen noch irgendwo zwei Juwele sein. Ja, du gehst mal wieder nach links. Und der andere geht jetzt nach da unten rechts. So. Ich hoffe, der erste Part hat euch gefallen. Dass das Projekt auch wirklich gut bei euch ankommt. Ich habe mir lange überlegt, was ich spielen soll. Ja, und erst wollte ich wirklich Super Mario... Aha. Ach, da geht's jetzt weiter. Okay. Erst wollte ich wirklich Super Mario 3D World Let's Playen. Dachte mir aber, na, wie gesagt, da bin ich wirklich noch schlechter drin als in meinen anderen Spielen, die ich irgendwie noch habe. Okay, kann der da unten runterfallen? Nee, ne? Nee, kann er nicht. Gut, dann kicken wir den auch mal eben hier runter. Er sammelt da irgendwas ein. So, einmal so. Sehr gut. Dann einmal so. Sehr schön. Was passiert hier? Aha. Einmal auf seinen Senkel springen. Ah, jetzt geht's hier weiter. Okay, machen wir mal so. So. Nein, du gehst erstmal hier rein. Hier gibt's doch... Jawohl. Und Steinchen Nummer 2. Gott sei Dank. Ja, wer den letzten Part nicht gesehen hat, unsere Toadette wurde entführt. Ja. Wie in Mario-Spielen. Das kennen wir schon. Irgendwoher. Steinchen Nummer 3. Jawohl, danke. Supi. Hier haben wir... da wäre nur der Feind runtergekommen. Der Feind. Ach so, alles klar. Kommst mal her. Aha. Okay. Ach so, alles klar. Jetzt können wir mit beiden hier ziehen. Nein, Toadette wurde entführt und zwar von Wingo. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Spoiler ist. Ich habe es ja schon im ersten Part gesagt. Guck mal, hier brauchen wir sogar zwei, wenn wir jetzt alleine drauf gehen. Ich zeig's mal eben. Passiert gar nichts. Sondern zwei müssen drauf. Können wir auch. Oh oh. Verdammt. Ist doch egal, ob ich den Level jetzt mit ein oder zwei beende. Jetzt auch nicht die Herausforderung ist, Level mit zwei beenden. Dann das wäre doof. Ja, wie gesagt, wir müssen immer in jedem Level diese drei Juwelen einsammeln. Oh nö. 70 Münzen. Und guck mal, wie viel ich eingesammelt habe. Das hätte auch ruhig mal im ersten Durchlauf funktionieren können. Egal. Macht nichts. So. Ja, ich weiß gar nicht, ob das ein Spoiler ist, was ich schon gesagt habe, dass das Wingo war. Ich hoffe mal nicht. So, dann machen wir es jetzt ganz einfach hier. Und sammeln einfach jede einzelne Münze ein. So, so. Haben wir hier oben rechts auch welche? Oder oben links? Nee, anscheinend nicht. Aber die geben auch immer eine Münze, wenn wir die kaputt machen. Die Rüben. Und Gegner haben wir hier nicht. Von daher ist es ja egal. Sammeln wir die halt stumpf ein. Bäm. Ah, verdammt. Ich dachte, ich kann nicht überraschen. Okay, den will ich aber haben. Ein Juwel gibt nämlich auch immer Münzen. Ich glaube, 10 oder sowas. Oder 0. Verdammt, gibt ja echt 0. Okay, ich dachte, es gibt ein paar mehr. So. Ja, unser Ziel ist natürlich in diesem Projekt die 100% zu erreichen. Und zwar brauchen wir dafür immer diesen Stern. Allgemein, um das Level zu beenden. Entschuldigung, um das Level natürlich zu beenden. Und diese drei Juwelen, die man immer pro Level einsammeln kann. Anfangs ist das natürlich, wie schon gesagt, ein bisschen einfach. Und ich sag mal, wirklich jetzt keine übergroße Herausforderung. Auch wenn ich mich da schon im ersten Part nicht ganz souverän angestellt habe. Aber na gut. So, schön langsam hier einsammeln. Das wir ja alles richtig machen. 36. Sieht bis jetzt gut aus. Eben einmal auf seinen Schädel springen.
Komm her. Kannst du nämlich hier runter. Dann gebe ich eben einmal hier. So, 9 Draht. Ne, bringt echt keine Münzen. Ich dachte. Gab das früher? Gab das nicht mal Münzen? Dachte ich immer. Naja, wie dem auch sei. Okay, du guckst erstmal, ob hier noch Münzen sind. Du hast auch nur. Ja, der hat auch nur ein Steinchen, alles klar. Gut, dann darfst du jetzt hier das aufmachen. Ah, mir fällt da gerade was ein. Ab und zu ist auch. Ja. Dazu komme ich später. So, da fehlen noch ein paar Münzen. Ah, gut, hier kommen noch welche. 44, 48, 52. Nee, das ist noch längst nicht alles. Jetzt habe ich ja weniger als vorher. Hä? Wo gab's denn hier noch Münzen, verdammt? Wo gibt es denn hier noch Münzen? Hab ich irgendwo vielleicht irgendwo einen Pilz übersehen? Ah, hier kommt keiner hoch, ne? Nee. Schade, da muss ich ja echt schon wieder schneiden. Und das wollte ich eigentlich vermeiden, aber gut. Ich werde das Level jetzt nicht noch ein drittes Mal antun. Ein bisschen was wollen wir diesen Part ja schon schaffen. Oder hätte ich da oben doch das Juwelen ansammeln müssen, was dann noch so glänzt? Nee, das kann eigentlich nicht sein. Oder gibt der Stern nochmal 10 Münzen? Nee. Doch! Oh, ja gut. Wir haben 70 Münzen. Gott sei Dank, hätte ich mir den Weg auch sparen können. Gut. Haben wir auch den Level. Hat uns auch lange genug gedauert, meine Güte. Und nächster Level im Dorf der Schallgeist. Ui, da gab es schon einen kleinen Spoiler. Gut, auf zu Level 6. Los geht's. Dichu. Und wieder allein unterwegs. Ja, diese Doppelkirchen-Level wird es aber noch öfter geben. Da sind wir auch stellenweise mal, glaube ich, mit 4000 gleichzeitig unterwegs. Ah, die Herausforderung ist garantiert von... Doch, ich erinnere mich, glaube ich. Von kein Scheiger entdeckt worden zu sein. Aber, da wir sowieso jetzt alle Juwelen erstmal einsammeln müssen, ist das erstmal egal. Schnell hier hoch. Was haben wir hier? Berühre das Drehrad. Ach so, jetzt habe ich hier so ein Drehrad vor mir. Und jetzt können wir das hier so drehen. Und wir wollen erstmal da rein. Zack. Das geht dann wieder automatisch, wenn ich das nicht 100%ig löse. Du guckst nur um dich doof herum. Alles klar. Hallo. Ich bin hier gar nicht. Nö. Ich stehe hier nur so rum. Tschüss. Ja. Ihr lasst mich mal schön gepflegt in Ruhe. Was haben wir hier? Ah, wieder ein Maxi-Pilz. Den kann ich gut gebrauchen. Aber kein Juwel. Gut, ich dachte jetzt, da wäre vielleicht... Wow, das war aber Pixelarbeit gerade. Hallo. Tschüss. Wir warten hier mal schön. Ich bin gar nicht da. Nö. Hallo. Ey, bam. Ja. Okay, haben wir nur das. Haben wir das. Jetzt noch nicht, wir haben hier nichts. Ah. Dann. Ja, die Herausforderung ist garantiert, von keinem Scheiger entdeckt worden zu sein. Ja, war. Wir wurden ja nur ungefähr so 5 weg. Oder alle Gegner besiegen? Das wäre natürlich auch böse. Ah, da. Ich weiß, wo es lang geht. Ja. Du lässt mich in Ruhe. Okay. Ey. Wer ist das denn? Ach, guck mal, der schlaue Toad, der ist auch hier. Und Steinchen Nummer 2chen, jawohl. Wer erinnert sich eigentlich noch an Super Mario Galaxy? Ich wette, die meisten. Nur ich habe selber nie gespielt. Also, ich habe es schon mal gespielt, aber... Ja, ich komme halt nicht so gut damit klar, habe ich ja schon öfter mal erwähnt. Und da hatte, glaube ich, soweit ich weiß, Captain Toad sogar seinen ersten Auftritt. Er hat ja immer versucht, Mario ein bisschen zu unterstützen und Mario zu helfen, aber... Ja, die waren dann doch eher eine Belastung. Wow! Ey, ich wollte hier hin. Bam. Okay. Ah, hier haben wir ein drittes Steinchen. Sehr schön. Ja, gleich nicht entdeckt zu werden, wird gleich auch eine kleine Challenge. Aber ich denke mal, das werden wir schaffen. Ja, hier kommen wir mal eben kurz einfach noch vorbei. In den Rücken. Und da haben wir auch schon das Objekt der Begierde. Level beendet. Dankeschön. Von keinem Scheiger entdeckt worden. Habe ich mir doch gedacht. Ja gut, kein Thema. Kriegen wir hin. Ihr seid wieder live dabei. Ihr könnt mir auch gerne in den Kommentaren schreiben, ob ich euch das Ganze dann doch irgendwie ein bisschen zusammenschneiden soll. Ne, ich warte jetzt mal. Das ist mir ein bisschen zu riskant. Oder ob ihr immer live dabei sein wollt. Ich sag mal, wenn es wirklich zu lange werden sollte, dann schneide ich das selbstverständlich mal schnell. Oh Gott sei Dank. Ich bin ja manchmal immer ungeduldig und das ist hier vielleicht nicht ganz richtig. Hier warten wir. Jetzt hier hoch. Ich glaube, da hätte uns gar nichts passieren können. Okay.
Hat er uns jetzt entdeckt? Zählt das? Ich hoffe und glaube einfach mal nicht. Weil er weiß ja nicht, von was er da getroffen wurde. Von Toads dicken Hintern nämlich. So, zack. Ja, ist gut. Kann ich jetzt... Alles klar, danke. Okay, hier warten wir mal lieber. Weil wenn ich jetzt da drauf... Ja, der dreht sich nämlich jetzt. Ich hoffe mal, du gehst jetzt da unten lang. Aber Frau kein Scheiger, ne? Die können mich ja entdecken. Ja klar, passiert automatisch, wenn ich da drunter herlaufe. Ich war es gerade am Überlegen. Okay, gib mal die 10 Münzchen her. Ich glaube, 100 Münzen bringen auch hier wieder ein Level ab. Level ab. Captain Toad, Level 19. Nein. Bringt, glaube ich, hier auch wieder einen kleinen, Nein! Ja, können wir direkt Level verlassen, klicken. Gut, dann gibt's an dieser Stelle doch mal einen kleinen Schnitt. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Ich ging eigentlich doch zügiger als gedacht. Aber leider habe ich mich gerade von diesen Gegnern da treffen lassen. Nicht ganz optimal, hätte man besser machen können, aber egal. So, wir schleichen uns jetzt mal hinter dem hier entlang. Schöne Musik, oder? Ich mag sie. Oh, nee. Mal hier runter gehen. Wie laufen die? Sieht ihr uns? Aber die da unten. Ach du, holy. Ich glaube, ich hätte hochgemusst. Ja, Mann, das gibt es doch nicht. Verdammt. Das. Nein. Nein. So, meine Freunde, da bin ich auch schon wieder. Zum inzwischen 6. Mal. Ja, ich werde irgendwie die ganze Zeit entdeckt von Shy Guys. Und das ist voll blöd irgendwie. Aber ich bin jetzt ein bisschen klüger. Ja, das war jetzt nicht so klug, aber ich verstecke mich jetzt mal kurz hier. Ich hoffe, der sieht mich da vorne nicht. Ich gehe einfach mal hier hoch. Und jetzt schleichen wir uns an ihn vorbei. Nehmen den Weg hier oben. Ne, ich wurde jetzt gerade wirklich 6-mal oder 5-mal hintereinander immer von irgendwelchen Scheigers entdeckt. Nicht ganz so cool. So, aber die hier entfernen wir erstmal weg. Weil das zählt, glaube ich, nicht. Jetzt pirschen wir uns hier langsam dran. Gehen jetzt auf Nummer sicher, entfernen den und gehen hier den Stern. Und ich glaube nicht, dass es zählt, wenn man Shy Guy irgendwie von hinten besiegt, dass man entdeckt worden ist. Wenn doch, dann mache ich das halt gleich zum 117. Mal. Oh Gott sei Dank. Da ist mir jetzt wirklich ein Stein vom Herzen gefallen. Ne? So, aber nicht weiter schlimm. Wir sind jetzt erstmal eine Leseratte mit Drehwurm. Auch wieder hier gilt es wieder 3 Juwelen, wie in jedem Level, zu finden. Aha. Was passiert hier? Okay, warte, bevor ich... Ich verstehe, glaube ich, aber... Ich gehe vorher. Haha! Hier mal eben rein. Und siehe da. Die Welt steht kopfüber. Achso, hier. Ah, jawohl, vielen Dank. Damit auch schon, warum auch immer, Juwel Nummer 3, obwohl das ganz am Anfang war. Guck mal, er macht erstmal ein Päuschen. Das erinnert mich an Secret of Mana, die Koboldin. Ist gemütlich? Schön. Könnt mir auch ruhig mal helfen hier. Captain Toadette zu retten. Ach, Captain Toadette. Unsere Toadette zu retten hier. Aber gut, macht ihr erstmal euer Mittagsschlaf da. Ihr Leseratten. So, dann kicken wir doch mal. Was passiert denn? Ah, ganz einfach. Da kommen wir schon mal an den ersten Juwel. Oder an dem ersten Juwel. Ne, an dem zweiten. Wo haben wir dann den dritten? Drehen wir mal weiter. Okay, jetzt können wir an das Ziel. Aha. Ein Maxi... Ach, ein Goldpilz. Was passiert, wenn ich nochmal drehe? Ah, lol. Alles klar. Gut, speichere ich mir den Weg. Und vielleicht haben wir sogar jetzt direkt mal im First Try die ganzen 100% von diesem Level gelöst. Oder das heißt, nachher sammeln so und so viele Münzen. Das ist natürlich auch doof. Jetzt, gleich habe ich wieder... Sammel 84 Münzen und ich habe 83. Ne, 93 kriege ich jetzt, ne? Ach, da wären noch welche gewesen. Ich wette mit euch. Ich liege hier... Ich habe kein Geld, aber ich liege jetzt einen Euro auf den Tisch. Und? Oh, Gott sei Dank. Okay, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. 1 Euro bitte? Nein. Goldpilz eingesammelt. Ja, schön. Gut, dann haben wir auch den zweiten Part wieder hinter uns gebracht. Herrlich. Und im nächsten Part geht es dann... Geht es dann weiter... Mit den Münzenwahn. Was ist das? Was hat es damit auf sich? So viel sei schon mal verraten. Wir müssen, wer hat's gedacht, Münzen sammeln.
Schön. Mein Name ist Elenkario. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde sagen, denkt an den blauen Daumen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Klick. Macht's gut. Ciao.